Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von, jawohl, Skyrim. Und ja, ich war soeben gerade erstmal beim Haus, habe meine Sachen abgegeben. Und damit wir hier wieder ordentlich rennen können und ein bisschen Platz haben, um hier alles mitzunehmen, was uns so beliebt. Deshalb auch gerade nachfährt. Ja, deshalb bin ich trotzdem hier hingegangen nochmal, damit ihr wisst, wo genau wir waren. So. Ja, ich bin sozial, ich weiß. So. Wir gehen jetzt hier nach oben und schauen erstmal nach, was hier oben so ist. Und dann sehen wir sofort das nächste. Ja, ich bin hier mit einem Pferd drin. Das liegt daran, dass wenn ich Position 1 drücke, kommt ein Pferd zu mir. Eigentlich ganz praktisch, wenn man es genau nimmt. Naja. Ach ja, immer diese schöne abbauen. Ja, ein perfekter Granat. Super. Wieso gibt es hier eigentlich keinen Bergbau, wo man dann noch ein bisschen Ausdauer oder so lernt? Das wäre cool. Hätte ich das jetzt wahrscheinlich schon. Hallo? Wer ist denn hier? Ihr geht ganz schön weit nach oben. Huhu. Ist hier wer? Ja, ihr wisst, ich gehe die unscheinbarsten Wege. Aber manchmal gibt es ja wirklich hier was. Gold. Geweihter Stahldolch. Aha. Untote bis zur Stufe 13 fliehen. Aber der Wert ist geil. Ja, sonst so Standard-Zeugs. Wenn wir da drauf stehen, bewegen wir uns dann mit? Ich bin mal gespannt. Hier ist nichts mehr. Nein. Dann springe ich jetzt hier runter. Bewegen wir uns mit? Kann man das mitbewegen nennen? Naja. Der Fall wird tief. Oder auch nicht. So. Hier geht es wieder in eine Ruine hinein übrigens. So riesig das Ganze. Aha. Mistlap Torhaus. Das heißt, dort geht es erstmal in die Stadt hinein. Wir waren nur beim Vorort. Oder was? Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir sind jetzt hier. Und hier sollten wir eigentlich... Ja. Hier war Alftan. Dort, wo wir reingegangen sind. Und jetzt sind wir plötzlich hier. Ja. Wo haben wir denn hier irgendwelche Sachen, die wir einsammeln könnten? Nein. Nein, nein. Nein! Das ist doch nicht wahr. Jetzt haben wir extra schon Sachen weggeräumt. Jetzt finden wir nichts, was wir hier abbauen können. Ja, super. Ja. Und jetzt? Ach ja, genau. Wir wollten ja einmal so rumgehen. Dann machen wir das doch mal. Mein Fuß ist eingeschlafen. Was ist das denn jetzt? Kennt ihr dieses ekelhafte Gefühl? Es gibt ja verschiedene Phasen von Fuß einschlafen. Ach ja, genau, da waren wir auch noch nicht. Was so fett aussieht. Da ist ein Gegner. Ah, da ist sofort ein Tor, das wir wahrscheinlich öffnen können. Von innen. Ja, komm, öffne. Weil mehr Diener. Das sind Zwerge. Ich glaub's nicht. Oder? Seid ihr bereit, heute zu dumm von euch gegen mich? Ganz ruhig. Niemand schlägt ein Ork. Das sind Orks. Wie kommen wir da hin? Ich fliehe dann mal. Tschüss, Leute. Da waren aber ganz schön viele. So, da. Ich wette, wenn man den Valmer killt, dann sind das auch keine Diener mehr. Was? Ich bin immer noch im Kampf. Aus, Goldier. Die sind draußen. Wie kamen die denn nach draußen? Ich glaub's nicht. Ich spreche mal kurz vorher ab.
Schnell speichern. Ja! Geil, ihr warte! Boah! Da! Ja! Ja! Komm schon! Aufstehen könnte! So. Aha. Aha. Ja. Mhm. Scheiße. Immer noch. Bringt immer noch wenig Salz der Leere. Schwaches Gift des langen Leidens. Wow. Ektoplasma haben die? Okay, das war nur so. Verstehe. Mondfalterflügel. Ah, dafür haben die ziemlich viel Gold für Diener. Anscheinend werden Weimar-Diener gut bezahlt, wa? Ist hier unten noch einer runtergerollt oder kommt mir das nur so vor? Nee, da ist noch ein Gegner. Wo kamen die bloß her? Hm. Naja, wir gucken da mal später hin. Oder nach, eher gesagt. Wir sind ja nicht mehr im Kampf. So. Geodenader. Mhm. Mir ist was. Ach ja, ein. Ein Zuschauer hat einen sehr schönen Tipp gegeben, den ich total vergessen habe. Und zwar, warum ich bei dieser dummen Eisprinzessin, oder was heißt Eisprinzessin, Eismutter, kein Feueratem eingesetzt habe. Ja, danke nochmals für diese Nachricht. Ich habe 3 Drachenseelen, die ich einsetzen kann. Da muss ich dann die Schreie noch mit R aktivieren. Das heißt, eigentlich habe ich sogar schon noch neue Schreie. Ich wusste nur nicht, dass man die aktivieren musste. Habe ich wohl irgendwie verpennt. Ja, deshalb werde ich das jetzt mal machen. Also, Feueratem. Da, R zum Aktivieren. Und ich habe noch 3 Drachenseelen. Ja. Eisfarm. Soll ich das auch noch machen? Deine Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. Fußroda. Haha. Aha. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Ja. Hier ist nichts. Doch. Ich sag ja, wenn wir hier rumgehen, dann finden wir so oberviele. Bekloppte Erzadern. Ehrlich, die Gegend ist so reichhaltig an Mineralien. Tja. Da. Da hinten. Wo war's? Ich glaube, da hinten noch. Oder da. Irgendwo war's. Dann bewegen wir uns mal zu diesem großen Punkt hier. Bin mal echt gespannt, was wir da so finden. Ja, und daraus bekommen wir auch noch Seelensteine. Das ist so geil. Ich habe vergessen, meine Waffe aufzuladen. Scheiße. Hier war doch mal irgendwo ein Magie-Ding. Kieskirchen. Schlag mich tot. Naja. Ah, hier können wir nach oben. Finden wir hier vorher noch ein paar Mineralien. Boah. Das scheint auch wie so eine Festung, oder das scheint eine Festung zu sein. So eine Verteidigungsfestung, die wir jetzt stürmen werden. Gut, da gibt es Massenschlacht. Wenn man das eine Massenschlacht nennen kann, wenn das nur einer ist, der dran beteiligt. Wo bin ich? Hier war ich noch nicht. Hier war ich echt noch nicht. Hier hinten, aber hier war ich noch kein einziges Mal. Und da kann wahrscheinlich. Ich überschreibe, das Lexikon ist dort. Hä? Ehrlich, diese Gegend ist so riesig, Leute. Das ist unglaublich. Und es ist immer noch keine Antwort gefallen, ob es schon eine größere oder sogar noch größere gibt. Ich meine. Wow, wir sind auf dem Wasserfall? Und hier geht es nochmal runter und da ist Feuer. Das heißt, dort ist Leben. Gegen Strom schwimmen. Nein. Boah.
Gegen Strom schwimmen in dem Spiel ist schon eine Herausforderung. Na? So, ich will erstmal hier nach oben. Gucken, was hier ist. Wohnheime. Pilze. Tausende von Pilzen. Wie krass ist das denn? Und alle sind sehr schön geordnet für mich. Dann haben, war das wohl hier ein Farm für die. Ah. Auch nicht schlecht. So. Ah, hier noch. Das war's, glaube ich. Und hier ist auch noch eine Erzader, aber die ist ausgeschöpft. So ein Mist. Und hier oben in der Ecke ist nichts. Mal gucken. Nein. Ich bin ja dafür, dass es hier in Skyrim auch Zivilmod gibt. Oder wie das hieß. Wo man seine Stadt, eigene Stadt aufbauen konnte. Wie in. Ah, wie in Fallout 3. Das war so geil. Wie man dann einfach irgendwann so eine richtig oberfette Stadt gebaut hat, wo man wollte, egal wo. Und dann noch mit den ganzen, die ganzen NPCs, die dann da einzogen, rum. Rumhampiert haben oder die Wachen, die die ganze Zeit die Gegner auch schon geschaltet haben. Das war so geil. Vielleicht sollte ich davon auch mal ein Let's Play machen. Aber dafür müsste ich Fallout nochmal installieren. Adept. Ich habe übrigens Kingdoms of Amalur mal gespielt. Und ich sag euch eins, das Schlösserknacken in Kingdoms of Amalur ist mal scheiße. Richtig scheiße. Das ist so ähnlich wie hier, da muss man auch einen richtigen Punkt machen, finden. Allerdings kann man nur nach oben und nach unten gehen. Naja. Aber das Spiel ist trotzdem geil. Weil es hat sehr viele lustige bzw. brutale Effekte. Und wer auf brutale RPG steht mit coolen Finisher, aber leider nicht so cool wie in God of War, den empfehle ich Kingdoms of Amalur. Aber naja. Stirbt das hier innerhalb von 4 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Nehme ich. Kann ich nämlich entzaubern. Schwaches Gift der Magika. Sie wird Dwemer. Schimmerpilz. Den kann man doch einsammeln, wusste ich's doch. Dwemer-Zeugs. Ach nee, Walmeerbogen. Ja, Walmeer. Richtig. Sind ja die Bösen. Huh. Knochen, Skischwanz. Hier war wohl vor kurzem erstmal ein Walmeer. Sonst gibt's hier. Ah. Wie gesagt, es gibt anscheinend kein Verfallsdatum von Magietränken. Ah. Da habe ich ja gar nicht gesehen. Jawohl. Goldener Diamantring. Puh. Rolle des Schneesturms. Schneesturm ist die stärkste Schneeattacke in dem Spiel. Und ist eine AOE-Attacke. Ja. Aber ich kann mir ja keine AOE-Attacken leisten. Denn damit würde ich ja meinen Begleiter mit Schaden. Und da der E meine Attacken kaum aushält, kann ich auch keine AOE ausführen. Ist das nicht super? Da hat man dann AOE-Attacken und dann kann man sie nicht ausführen. Hier hinten ist noch was. Sonst wird es doch nicht so leuchten, oder? Hier waren wir schon. Na, hier waren wir schon. Okay. Hey, da ging's hoch, genau. Da wollte ich auch hin. So. Jo. Obwohl, machen wir am Ende. Dann gehen wir nochmal darüber und gucken mal, was dort ist. Stirbt die Festung mit Goldir. Okay. Das sieht fett aus. Da hinten sind die ganzen Gegner jetzt. Und man kann hier überall rein anscheinend.